Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII. Letztes Mal bin ich hier stehen geblieben, als ich gerade dabei war, ja, gerade weiter Elixier zu sammeln. Ich kann es übrigens nicht lassen, ich bin gerade schon wieder nach dem letzten Part direkt in Anschluss. Ich wünsche euch übrigens einen schönen Freitag, müsste es sein gerade. Ne? Und ja, was kann ich sagen? Ich versuche jetzt erstmal nach wie vor mich doch erstmal darauf zu fokussieren, Max-Level zu erreichen. Hier an der Stelle level ich dann aber auch wirklich in diesen Ort. Und was noch dazu kommt, ich werde versuchen, und das ist halt der Hauptfokus, Elixier auszumaxen vom Inventarmäßigen her. Ja, gut. Ich meine, gut, die Gilmenge ist auch nicht zu unterschätzen, die wir bekommen, ne? Aber trotzdem. So, jetzt ist das gekommen, was ich meine. Raub auf ihn. Konnte nichts stehlen. Okay, Angriff auf ihn. Wir heilen mal und rauben noch mal. Konnte nicht stehen. Okay, dann kann er weg. Dann hat er höchstwahrscheinlich auch nichts mit. Also man sollte das so ein, zwei Mal probieren. Grandioserweise trotzdem. Aber dann ist halt momentan nur die Möglichkeit, Thornberry oder halt den auf gut Glück zu bestehlen, ne? Oder war es da Morph, was da eingesetzt werden muss? Nee, das war schon Stehlen. Wie gesagt, ich habe mich halt ein bisschen schlau gelesen, wie man halt an Elixier kommt. Ist halt der Drop vom Drachen oder halt auf gut Glück, wenn man einen Thornberry hat. Warte, wo ist der Raub da? Hab vergessen, dass ich auch einfach nichts machen kann. Gut, einfach weg. Ist nichts. Oh doch, hier, seht ihr? Also man sollte es ab und zu einfach häufiger versuchen. Wir fliehen jetzt einfach. Meine, es war nicht die feine Englische. Wir haben aber trotzdem Elixier bekommen. So, Phönixfeder. Hype. Nee. Beruhigung. Dann Zauber. Dann wiederum zu Objekt Turboether. Normales Ether. Und ab dafür. Also ruhig häufiger bespielen, auswählen, also Raub. Ne? Ihr könnt das Glück haben, dass er einfach, oder das Pech haben, dass er einfach beim ersten Mal nicht direkt damit rausrückt, quasi. Glück oder Pech haben, ne? Ja. Kann man sehen, wie man will. So, jetzt müsste mal meine Gruppe den Quatsch machen hier. Und jetzt haben wir schon 14 Mal Elixier, möchte ich anmerken, ne? Also das geht wesentlich schneller. Und ich glaube, ich werde das jetzt
dieses Verfahren, wie ich das jetzt mache, auf jeden Fall hier weitermachen. Werde aber dafür die Aufnahme erstmal pausieren. Ich würde sagen, ich melde mich gleich wieder zu Wort, wenn ich so, sagen wir mal, 50 Stück gesammelt habe auf diesem Prinzip. Oder wenn irgendwelche Level-Ups anstehen. Aber ansonsten hauptsächlich nur, wenn ich die 50 erreicht habe. Oder bis gleich. Okay, kleines, aber feines Update mal ganz kurz. Ich hatte eben nochmal Elixier bekommen. Und jetzt kommt aber der kleine, aber feine Witz dazu. Das war halt von diesem Hörschrientier-Ding, wie man es auch mal bezeichnen möchte. Was dann so lustig ist, nachdem ich das Elixier bekommen hatte, hatte ich auch noch Phönixfeder bekommen. Also man kann, wenn man sie bekämpft, auch noch eine Phönixfeder zusätzlich oben drauf zu dem Elixier bekommen. Und das ist dann natürlich ein sehr guter Deal. Das heißt, man muss nicht aus der Höhle raus und hat halt eine Wahrscheinlichkeit zu, ja, sagen wir so 30%, dass man permanent hier in dieser Höhle herumeiern kann eigentlich. Ne? Diese Angaben sind aber ohne Gewähr. So. Kubuida ist natürlich auch immer ganz nett. Und ich muss meine Aussage korrigieren. Es sind immer 90.000, die wir bekommen. So, jetzt muss ich mal kurz. 3, 6. Ja, okay. Es ist eine neunstellige Zahl. Achtstellige meine ich. Und das heißt, wir brauchen also wirklich 99.999.999 fürs endgültige Ergebnis. Und ja, das war natürlich grandioserweise kurzhand gesagt eigentlich eine krasse Menge. Ne? Müsste mal gleich gucken. Eigentlich gefühlt gar keinen Nutzen. Naja, doch, zum Ausblenden. Nee, weil ich bin immer noch am Überlegen, auf welche Taste ich das am Controller legen kann. Und wenn ich halt L und R das belege, ist es viel besser, als wenn ich es auf Back habe beim Xbox-Controller. Weil dann kann ich den analog immer noch, ja, sag ich mal so, frei bewegen und das Rauben funktioniert auch angenehmer beim Fliehen. Wenn man dann sagt, okay, man möchte beispielsweise hier durchskippen, dann Raub auswählen, kann man ja ohne halt abzusetzen weiter drücken. Gut, aber nur so viel zum Update. Elixiermäßig schaut es aktuell so aus. Wir haben 17 von möglichen 99, die wir ja haben wollen. Also 100 ist ja das Limit darunter halt. Und jetzt kann ich das euch zeigen. Ich mache einmal nichts. Mache noch einmal jeweils nichts. Hoffe, dass er halt überlebt. Ja gut, oder halt nicht. Jetzt raubt er da Erdtrommel gestohlen. Was ist denn Erdtrommel? Eins. Ich weiß nicht mal, was eine Erdtrommel ist gerade, ne? Möchte ich anmerken. Ich muss mal gucken, was eine Erdtrommel ist. Weil das ist mir auch ganz neu. Auf jeden Fall kriegt Tifa einen Levelaufstieg. Ist jetzt Level 88. Holt also somit jetzt langsam aber sicher auch auf. Und jetzt wollen wir mal gucken. Einmal auf jeden Fall Beruhigung für Nanachi. Und dann gucken wir mal, was zum F ist in der Erdtrommel. Zauber auf alle Gegner. Beben 2. Okay. Ist jetzt nun nicht das Hauptaugenmerk, was wir hatten. Nehme ich aber gerne dankend an, so gesehen. Aber ich sollte gerade mal vielleicht Gegenangriff dann zumindest bei Nanachi rausnehmen, wenn ich natürlich mit ihnen rauben möchte.
Weil dann ist es halt vielleicht weniger, wenn er nicht gerade auf, ja, Angriffssteroide ist. Wobei das halt jetzt in den anderen Kämpfen immer Sinn macht, ne? Das ist. Ah. Nehme ich es raus, nehme ich es nicht raus? Ne, ich nehme es nicht raus. Ist. So gedanklich macht das auch gar keinen Sinn, weil. Ich wüsste halt nicht, wo es Sinn macht, weil die Gegner, die ich noch bräuchte für Morph, existieren hier einfach nicht. Wo ich dann das kriegen würde. Und von daher ist es eigentlich eher sinnig, wirklich auf Raub zu spekulieren. Ja, gut. Ich will auch gerne weiter versuchen, mal die Knöpfe zu klauen, um zu gucken, ob man da überhaupt irgendwas bekommt. Aber jetzt müssen wir uns das mal mit einem Thornberry wieder begnügen. Und das sehr schnell sogar. Gut. Ihr wisst Bescheid, ich melde mich, wenn ich dann von den 18 auf 50 bin schon mal. Oder halt ein Levelaufstieg ansteht. Von daher, bis gleich. So Leute, ganz kurz, ich hatte gerade wieder den Hirsch vor mir. Also diesen Hirsch und den anderen. Und ich will jetzt mal gucken, ob jetzt wieder ist. Nein. Aber ich habe davon ein Elixier bekommen. Wollte euch quasi eigentlich mitnehmen, aber habt nicht dran gedacht. So, jetzt aber nochmal, wie gesagt, bis gleich. So Leute, ihr seht gerade oben, Elixier gestohlen. Und ich versuche gerade einfach nur schnell durchzukommen. Deswegen einfach schnell. Jupp, hier ist auf jeden Fall immer 99.999. Also unendlich Schaden. Jetzt haben wir auch mal den Limiter aufgebraucht. Und wir haben diesmal keine Feder. Ich hatte gehofft, so, okay, vielleicht droppt jetzt einfach eine Feder, so eine Phönixfeder. Aber anscheinend ist die auch wiederum relativ selten zu bekommen bei denen. Ne? Nicht so selten wie die hier auftauchen, übrigens, möchte ich mal anmerken. Wenn er das hochrechnen soll, habe ich die jetzt schon zum 8. oder 9. Mal im Gegensatz zu den anderen Gegnern. Okay. Ja, wie gesagt, alles in allem muss ich noch weiter sammeln. Von daher, bis gleich. Auf ein nächstes Ding schon wieder die. Und da seht ihr es: Phönixfeder. Wir haben eine Phönixfeder bekommen. Also, so. Ja, wenn ich jetzt durchrechne, wir haben jetzt, glaube ich, 4 Stück bekämpft. Das heißt, eine Wahrscheinlichkeit von 12%, 17%, so um den Dreh. Für die Phönixfeder. Das könnt ihr euch so einrechnen. Also 12 bis 17%ige Wahrscheinlichkeit auf eine Phönixfeder, nachdem ihr sie natürlich erstmal bestohlen und auch bekämpft habt. Ne? Das ist halt ganz besonders wichtig in dem Zusammenhang. Weiteres ist in dem Zusammenhang auch nicht mehr groß von Belangen. Ihr dürft gerne die Flitze machen. Bitte, danke. Puh. So, und wenn wir jetzt bei Objekt gucken, haben wir jetzt schon 22 Elixier. Was ist das denn passiert? Oder im Moment, kriegt man auch mal mehr als nur ein Elixier bei jemandem raus? 18, 19, 20. Weil ich kann mich nicht an 4 gestohlene Elixier erinnern, sondern nur an 2 weitere. Von 18 aus. Und das wäre dann 20. Also kann man auch zwischendurch anscheinend mal mehr bekommen als nur. Ja. Das Standardmäßige. Was ist eigentlich, wenn wir Diebe stehlen? Ist ja auch mal interessant herauszufinden, oder? Turbo-Ether. Okay, also man hat dann
ein Tobi da am Ende weniger, aber man kann die definitiv auch so dann bekommen, wenn man die halt nicht bekämpfen möchte. Aber trotzdem, wir bekämpfen die alle Male. Ihr werdet auch gleich sehen, beim Counter werden dann nur zwei angezeigt. Wir haben aber insgesamt drei Turboeder bekommen. Somit bleibt es gleich. Aber die Menge an Turboeder bleibt dieselbe, ob man sie jetzt sich stibitzt oder erkämpft. Ne? Cool ist halt auf jeden Fall die AP, dass wir da nochmal oben was drauf bekommen haben. So, Töpfe vermeiden wir dennoch, weil ich will jetzt nicht schon wieder abrutschen, nur weil ich jetzt schon übermütig werde. Aber wie gesagt, das jetzt hier stehen von Tonberry und von dem Hirsch, das erhöht auf jeden Fall, sag ich mal so, die Menge, die wir bekommen. Ah. Sehr schön, Limiter ist bei Nanachi voll. Wenn der bei Cloud auch voll ist, würde ich das dann bevorzugen. Oh. Warum nehme ich euch schon wieder mit? Weil ich noch mal ein bisschen Zeit natürlich im Part mehr oder weniger auch sinnvoll füllen möchte und nicht grandioserweise nur mit dem ständigen Level ab. So, jetzt sieht man es noch mal in einem vollen Umfang. Ganz wichtig, auch hier wieder zwischendurch auch die Gegner mal heilen. Uns selber können wir nach wie vor immer heilen, wenn wir Lust drauf haben, aber jetzt so der Hauptfokus sollte dabei sein, zu versuchen, ja, das zu bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich eben schon was bekommen habe, deswegen programmiere ich einfach nochmal einen Raub. Goldene Nadel. Raub noch einmal. Regeneration. In Ordnung, passt schon. Okay, da haben wir auf jeden Fall schon Elixier gestohlen gehabt. Wenn jetzt halt da nichts mehr rauskommt. Und er hat mich nicht angreifen sollen. Wir brauchen auf jeden Fall für Cloud schon wieder Beruhigungsmittel. Der ist nämlich schon wieder zornig. Ne, wir haben gar kein Elixier bekommen. Aber so kann das dann auch nochmal laufen. Seht ihr auch mal die, ja, sagen wir mal, Schattenseite von dem Raub. Dass das halt so oft schief geht, dass einfach wohl gar kein Elixier vertreten war in dem Moment. Ich bleibe einfach bei der Devise weiter weglaufen. Dann gucken, dass wir glücklicherweise Thornberry oder diese Hirschdinger kriegen. Sollten wir die Flummis kriegen, uns über die AP freuen. Ja, ansonsten die Augendudes zerkloppeln. Für ein wenig extra Erfahrungspunkte und ein bisschen zusätzlichen AP, wie auch Gil. So.
auch. Elixier gestohlen. Das heißt, wir können jetzt einfach den Angriff auf Dauerschleife schalten. Und das sollte dazu führen, dass einfach auch durch sein soll, der Kampf. Gut. Da seht ihr halt, wie simpel das dann doch geht. Nanachi ist auf jeden Fall jetzt Level 96. Kriegen nochmal wieder eine Phönixfeder. Also, dann sind es doch nochmal 20%ige Wahrscheinlichkeit. Es ist nur halt abhängig vom derzeitigen Moment dann auch. Würde ich fast schon sagen. Ja, aber gut. Das ist dann natürlich so, wie es jetzt läuft, einfach prima. Und da kriegen wir nochmal die Flummis. Nein. Cool. Keine Ahnung, was das jetzt war, aber wir haben halt zwei Limiter voll. Da ist es abzusehen. Genau, drei Tobi da. Ja. Jetzt war hier, was ich nachgucken wollte, ganz kurz. Da seht ihr, vier Sterne sind schon voll. Und der fünfte folgt sobald. Das ist halt. Ja. Das ist halt so das richtig Gute dann daran auch. Eigentlich müsste ich jetzt nochmal aus der Höhle raus und aktuell alles, was ich habe, also sobald es halt max levelt ist bei allem, verkaufen, verhögern, wie auch immer man sagen möchte, und dafür neues alles holen. Ich habe das Gefühl, wenn es halt ausgemaxt ist, gebärt es gar nichts, sondern nur. Ja. Random einfach, wisst ihr? Okay, wisst ihr was? Ich mach das mal eben. Mich Richtung Ausgang zu begeben und alles holen zu wollen. Neues. Warte, wir haben's. Sehr schön.
Warte mal, wie viel brauche ich denn noch fürs 13.000? Es würde fast Sinn machen zu sagen, okay, wir machen jetzt noch die 13.000 voll. Das wären aber mindestens 5 Lumis. Von daher, wir kehren an die Oberfläche zurück. Und sammeln auf den nach oben Weg logischerweise noch ein wenig Elixier ein. Mag mir nicht gefallen. Nee, nee, tut mir echt nicht gefallen. Bring nichts, ich will den Kampf noch beenden hier. Es ist jetzt zwar etwas fernab vom Schuss, das zu schaffen. Aber gut. Och nö, nicht nochmal. Dann sehe ich nicht mal, welchen es erwischt, weil hinter so ein scheiß Felsen das gemacht hat, ganz kurz, die Kamera. Das war jetzt auch gerade unnötig. Jetzt weiß ich übrigens, warum das Anzeigen so wichtig ist, weil man so dann sehen kann, wie man gerade anvisiert. Warum es so eine Relevanz spielt quasi. So, da seht ihr mal, man braucht doch zwei Limiter, um ihn halt quasi instant zu killen. Aber wir haben jetzt mit Cloud das Finale erreicht. Er ist jetzt Level 90. Und somit noch 9 Level vom Maximum entfernt. Ah ja, und wir haben natürlich ein bisschen an Gil und weiteres bekommen. Ganz kurz geguckt. Elixier haben wir jetzt 25. Und doch, ja, ich habe auch dreimal Elixier gesammelt. Ich glaube, das vorhin war einfach wirklich ein gedanklicher Rechenfehler. Jetzt haben wir einen Drachen. Wobei eigentlich könnten wir auch beim Drachen einfach stehen machen, weil theoretisch ist das die Belohnung, die wir kriegen, ne? Oder? Ah, ich will es nicht riskieren. Gut.
gerade sowieso nichts mit. Ich will mal gucken, ob hier, wenn wir hier mal versuchen, ob da nur Drachen spawnen oder ob da auch alles andere auftauchen kann. Ich meine, wir können ja immerhin immer noch fliehen. Ah, seht ihr? Da ist doch schon was aufgetaucht. Ja, dann tschüss. Euch brauche ich echt nicht. Ihr werdet nicht benötigt. Und ein Thornberry, ne? Ne. Warum laufen wir eigentlich nicht? Ich will ihn ja meiden, den Kampf gerade tatsächlich. Na gut, aber wir sind auch schon wieder über die Zeit. Das heißt, ich würde mich einfach trotzdem. Gottes Willen, noch einer? Ach, der hat uns verfolgt. Ja gut. Ah, so können wir uns schnell umdrehen. Ist natürlich noch cleverer. Fliehen, um uns zu drehen. Okay, gut. In Nix-Trank. Von denen kriegen wir auf jeden Fall X-Tränke. Gut, ich würde aber wie gesagt sagen, ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich einfach beim nächsten Mal hier wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus. Haut rein und ciao. Tschüss.